Hallo, heute stelle ich euch das App Sims Freispiel, in Englisch heißt es Original Freeplay vor. Wie der Name schon verrät, kann das Ganze kostenlos heruntergeladen werden. Und was man hier auch vorweg sagen kann, wie es sehr häufig bei Spielen gerade von EA ist, nachdem man das Spiel heruntergeladen hat, das wirklich nur eher einen kleinen Umfang hat, werden nochmals 400 Megabyte benötigt, die heruntergeladen werden müssen, damit das Spiel läuft. Insgesamt also so 400 Megabyte muss man danach nochmal einrechnen, nicht, dass man dann, ich weiß nicht, daheim ist runterlädt, schnell das Haus verlässt, aber dann kann man es doch nicht spielen. Sims werden die meisten schon vom PC her kennen, ist ja ein wirklich sehr weit verbreitetes und auch beliebtes Spiel, sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Fans. Jetzt eben eine Umsetzung für Smartphones. Vorweg kann man schon mal sagen, die Grafik ist wirklich für ein Smartphone gar nicht schlecht. Ihr navigiert einfach mit eurem Finger durch die Welt, indem ihr streicht. Benutzt ihr zwei Finger auf dem Touchscreen, könnt ihr das ganze Bild drehen. Aber ihr könnt auch klassisch mit der Pinch-to-Zoom-Geste herein- und herauszoomen. Man sieht schon, der Bildschirm ist doch relativ voll beladen. Es gibt also einige Möglichkeiten und Anwendungen. Zum einen haben wir hier unten unseren Sim und können über diesen ganz einfach einzelne Informationen herausfinden, wie es also bei Sim üblich ist. Hat er Hunger oder nicht? Muss er aufs Klo oder nicht? Und ähnliches. Das lässt sich alles hier unten ablesen. Ich kann dann auch jeweils hier unten tippen und sehe mein aktuelles Ziel. In diesem Fall muss ich Macht gewinnen, indem ich zwei Sims miteinander verkopple. Ich habe also schon einen zweiten Sim hinzugefügt. Wenn ich jetzt beispielsweise mein Sim aufs Klo gehen lassen will, zoome ich hier einfach hinein, sage ich, das Klo ist vielleicht so noch etwas unzugänglich, zoome dann einfach so rüber und tippe aufs Klo. Und jetzt sehe ich dann hier unten, ich kann beispielsweise einfach sagen, die Toilette soll benutzt werden, tippe dann da hinauf, dann läuft der Sim gleich auf die Toilette und benutzt diese. Für die, die also Sim überhaupt nicht kennen, das Ganze ist ein wirklich mehr oder weniger virtuelles Real-Leben. Man hat hier also wirklich seinen ganz eigenen Charakter und versorgt den, muss sich um den kümmern, man kann heiraten, Beziehungen aufbauen, Kinder kriegen und ähnliches. Es ist also ein wirklich sehr umfangreiches Spiel, wo man wirklich viel Zeit investieren kann. Hier sieht man beispielsweise, habe ich mich schon mit meinem Nachbarn angefreundet und wir sind momentan beim Status Date. Ich kann das Ganze jetzt auswählen, wie ich agieren will, ob ich eben mehr wieder auf die Date-Schiene gehen will. Ich kann das Ganze aber auch beenden, indem ich mich beschwere oder grob bin. Oder ich kann auch einfach zwischendrin mal nett sein, wo wir es beispielsweise hinauftippen. Dann sieht man, erscheint über den Sims ein Balken und es dauert dann immer die gewisse Zeit, die angezeigt wurde. Und die Sims sind jetzt zueinander nett, indem sie einfach miteinander reden. Hier oben habe ich die Übersicht, welchen Level ich momentan habe. Wenn ich Aufgaben abschließe, kann ich Level aufsteigen. Habe außerdem dann die Geldanzeige, meine Machtanzeige, wie viele Bewohner sich momentan befinden und habe hier von meiner Stadt den aktuellen Wert. Und man sieht, wenn der Wert steigt, kann man neue Belohnungen freischalten. Können alles die anderen Icon? Tippe ich hier rechts drauf, kann ich meinen Sim anpassen, kann also seine Optik ändern, kann ihm einen anderen Haarschnitt verleihen oder ähnliches und kann ihn so meinen ganz individuellen Wünschen anpassen. Man sieht jetzt schon, das Spiel hat manchmal doch recht lange Ladezeiten, was wirklich daran liegt, dass es einfach zum einen großen Umfang hat und wirklich auch eine große Vielfalt. Ab und zu kam es bei mir auch schon beim Testen zu Abstürzen. Ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt der Fall ist, obwohl es aber fast danach aussieht. So, nach einem kleinen Absturz habe ich das Spiel jetzt nochmal neu gestartet. Man sieht also, ganz bugfrei ist das Ganze nicht. Ich hatte, wie vorher schon erwähnt, auch wegen dem Testen ab und zu Abstürze. Kann also, wie gesagt, über die erste Funktion hier mein Sim bearbeiten, wenn ich das möchte. Über die Funktion darunter kann ich die Optik meines Hauses ändern, kann es also ganz individuell anpassen, kann es ausbauen, kann Kühlschränke hinzufügen, Toiletten, Tapeten. Also wirklich fast wie im reellen Leben, kann auch im Garten Objekte hinzufügen, kann ein Beet anbauen, kann Pflanzen dort einpflanzen. Es gibt also wirklich schier unbegrenzte Möglichkeiten, um das Ganze seinen persönlichen Wünschen anzupassen. Natürlich braucht ihr für alles Geld oder Macht. Macht ist schwerer zu erreichen, es sind hier diese gelben Symbole, das Geld seht ihr hier links. So finanziert sich das Spiel auch, es ist zwar kostenlos, aber durch einen Tipp auf den Laden könnt ihr euch für reelles Geld Spielgeld kaufen oder Macht kaufen. Wenn also jemand in das Spiel viel Zeit investiert bzw. schnellen Fortschritt haben will, kann man sich hier beispielsweise sagen, ich will mir 30.000 kaufen und werde dann in den Google Play Store weitergeleitet und kann mir die dann für einen gewissen Geldbetrag kaufen. Wenn ich dann sage, der Fortschritt geht mir zu langsam und ich möchte hier Geld herunterladen, sieht man, es sind ganz schön horrende Preise, in diesem Fall knapp 15 Euro. Wir gehen jetzt aber nochmal zurück ins Spiel. Sagen, wir brauchen das Ganze nicht.
Was gibt es also noch, wenn wir es hier diese Option verlassen? Wir haben hier noch die Möglichkeit, eine Übersicht unserer aktuellen Stadt zu bekommen. Sehr schön, es klappt ohne Absturz jetzt. Kann hier mit meinem Finger hindurch scrollen, sehe hier die aktuellen zwei Häuser, die bewohnt werden. Kann auch noch das Spiel hier fortsetzen, kann so in die Optionen, kann das Ganze noch etwas anpassen. Und kann mir auch noch das Ganze speichern und verlassen, wenn ich es denn möchte. Wir setzen das Spiel jetzt nochmal fort. Gehen hier zu unseren zwei Sims. Und sehen hier unten, die Werte haben sich schon ein wenig verändert. Hier links noch zwei Button, zu denen ich noch nichts gesagt habe. Hier haben wir die Möglichkeit, die Beziehungen zwischen den einzelnen Personen zu sehen. Und wir haben hier die Möglichkeit, wenn ich darauf tippe, die Person zu wechseln. Wenn ich also sage, ich möchte jetzt die andere Person steuern, kann ich durch Tippen einfach mich frei in der Welt umherbewegen und kann mit wirklich fast allen Gegenständen interagieren. Ich kann zu meinem eigenen Haus gehen, kann hier Sachen machen. Das würde ich sagen, machen wir es doch nochmal hier. Wir wechseln zu unserer Person. Sagen, wir gehen jetzt mal in unser Haus hinein. Die Türen werden richtig schön geöffnet. Und wir können beispielsweise sagen, wir wollen jetzt etwas Fernsehen schauen. Da gibt es dann drei verschiedene Möglichkeiten. Eine Show anschauen, das dauert dann 25 Minuten, gibt dann entsprechend viel Erfahrung. Ein Film gibt noch mehr Erfahrung, dauert aber länger. Oder man sagt einfach, ich schaue mir 5 Minuten kurz die Nachrichten an, was wir jetzt in diesem Fall einfach machen. Viel mehr gibt es jetzt zu Sims also nicht zu sagen. Es ist ein Spiel, was sich einfach stets, umso mehr Zeit man investiert, umso weiter fortentwickelt. Man kann da wirklich richtig große Städte bauen mit vielen Personen und wie gesagt verschiedene Kontakte knüpfen, Freunde, Bekannte, Liebe. Wem das gefällt, denke ich, ist wirklich eine schöne Umsetzung für unterwegs. Ist wie gesagt kostenlos, möchte man im Spiel aber richtig weit kommen. Vermute ich mal, wird es ohne das Investieren von richtigem Geld relativ schwierig. So viel jetzt also zu Sims Freispiel. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.